Heute geht es um einen Samsung 24 Zoll 1080p mit 5 Millisekunden und zwar das Modell F24T352 FHR. Wie gesagt, 5 Millisekunden, 1,5 Jahre im Check. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr zum neuen Video eingeschaltet habt. Ich habe das Modell noch hier 24T352. Der 350 ist ähnlich verbaut, den gibt es noch so günstig für 160, sehe ich hier gerade. Und meiner hat aus dem Warehaus damals 120 gekostet. Wie gesagt, ich habe den jetzt 1,5 Jahre am Laufen und ich wollte einfach mal so einen Langzeittest machen. Hält er denn? Der hat eine VESA-Aufnahme, wenn ich das richtig ausspreche, noch FESA, glaube ich, oder VESA oder FERSA oder wie auch immer. Hat einen Ständer dabei und die ganze Mechanik oder die ganze Einstellung lässt sich hinten durch einen Druckknopf oder wie so ein Joystick machen. Maximale Auflösung, wie gesagt, 1920, glaube ich, jetzt muss ich wirklich mal schauen, mal 1080 und 75 Hertz macht das Ding. Und da würde ich euch gerne mal den Anbau an einem Doppelständer zeigen. Hier ist er jetzt momentan noch montiert, das wird aber noch umgebaut. Also an der Doppelmonitorhaltung, da war er nämlich dran an dem zweiten Rechner. Das ist ja alles aufgelöst und da es den so teuer momentan gibt, packe ich euch das Modell danach rein. Ja, ist so ähnlich, das ist der 350 FHR, sehe ich gerade. Der kostet derzeitig um die 160 Euro. Das sind die Dinge auch wert. Na, macht ein saugeiles Bild, kann ich euch jetzt schon sagen. Bin ich sehr zufrieden mit. Samsung immer eine gute Marke. Und jetzt wollen wir mal nicht so quatschen. Wir gucken uns den Anbau an einem Doppel an. Hier ist er einzeln angebaut. Und dann geht's ab zum Samsung 24 Zoll Monitor. Check, viel Spaß beim Video. So, wir gehen als erstes mal ein bisschen auf Zubehör. Wie gesagt, ist B-Ware. Wir haben den Ständer, der wird einfach dann unten eingeschoben. Das kann ich jetzt leider nicht zeigen, weil da sind auch nochmal die Schrauben dabei, damit man es dann hinterher festschrauben kann und sichern. Das ist hier nochmal dran gemacht. Da wird er dann so eingesteckt. Das kann ich nochmal andeutungsweise und hier dann unten verschraubt. Total einfach. Sind nochmal ein paar Gummifüßchen unter. Dann haben wir hier ein HDMI-Kabel dabei. Ist nicht immer Standard, wird nicht so besonders lang sein, deswegen habe ich das gleich ersetzt. Unser Netzstecker mit Netzteil, 25 Watt, sehr sparsam. Und dann halt hier den Klinkenstecker. Das Ganze ist dann nochmal auf CD für die F22T35, F24T35 und 27 Zoll. Bisschen Kleinkram, übliche Garantieanleitung, Schnellstart oder was da auch immer drin ist. Kontakt Worldwide, das ist die ganze Garantiekram. Eigentlich relativ unwichtig, kann dann auch gleich in den Karton. Ja? Wenn man so ein Ding anschließt, ist ja nicht so tragisch. Das werden wir jetzt erstmal gleich mal den Monitor, das Display hier hinlegen, das muss ich vorsichtig machen, damit ich es nicht zerkratze. Hier mal schwierig zu zeigen, hier ist sogar noch die Schutzfolie drauf, die kann man gleich nachher abmachen. Es ist nicht beschädigt, wo dann ja immer meistens steht, dass dann Kratzer drauf sind. 24 Zoll ist schon mal gut. Wir haben hier die 4 Aufnahmeschrauben für die VESA-Haltung, das müssen wir machen. Und wir haben hier ein HDMI, ein VGA und den Stromanschluss. Das Ganze wird durch einen Multischalter hier betätigt. Zum Ein- und Ausschalten drücken. Die Schrauben haben gefehlt, deswegen war der recht super günstig, warum auch immer. Hier ist nochmal ein Schutzaufkleber drauf, den mache ich jetzt erstmal ab. Und dann landet das Ganze jetzt an meiner Halterung. Und dann habe ich wirklich einen sauberen HDMI-Anschluss, weil vorher hatte ich nur Display und der hat meinen Rechner gesponnen. Wie gesagt, sind manchmal unterschiedliche Schrauben, aber das hier ist M5 oder ja, es ist M5. Wenn man mir gesagt hat, es wäre M6, aber das ist nie nicht eine M6. Und dann haben wir den hier schon drin und gesichert. Jetzt muss ich mir noch 2 Schrauben besorgen und anschrauben und dann kann ich ihn mir da hinstellen. Dann habe ich ein BenQ
28 Zoll. Das ist der zweite Monitor. So, wir schrauben den die nächsten fest. Das ist relativ einfach. Nichts beschädigen. Sollte passen. In der zweiten Schraube in der Hand macht sich das nicht gut. Immer vorsichtig reindrehen. Erst eine zum Andrehen, dann Nummer zwei. Und dann gucken wir nachher mal auf den Bildschirm wegen der Auflösung, ob auch alles passt. So, damit ihr das mal seht, wie man das macht. Wir ziehen jetzt hier leicht an. Kann auch nichts passieren, müsst ihr nur aufpassen, dass die nicht zu lang sind und zu fest brauchen wir sie auch nicht anziehen. Und gerade sollte er sitzen. Ich versuche mal meinen Arm da wegzunehmen, damit ihr was seht. So. Und die letzte nehmen wir auch noch. Wenn ihr das nicht macht, habt das natürlich wesentlich einfacher, dann Monitor drauf, keine Ahnung. So, damit wir dann auch gleich alles richtig anschließen. So, jetzt nehmen wir uns das HDMI-Kabel, das muss ich dann gleich nochmal neu verlegen. Dann nehmen wir natürlich gleich ein 8K. Und das Ding sitzt drin. So. Und verbrutzeln uns den Stromanschluss. Grob verlegt, Kabelmanagement kommt gleich hinterher. So, drinne. Und dann können wir uns jetzt hier dementsprechend noch mal ein bisschen die Kabel. Lasst euch ein bisschen Platz, immer so eine kleine Schlaufe, damit ihr dann nachher noch hin und her stellen könnt. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen sehen. Das ist meistens etwas unscharf. Das ist mir zu verzeihen, aber das kriege ich auch nicht sauberer hin. Ich kann es ein bisschen ranzoomen, dann wird es vielleicht auch nicht gerade besser. Wir kriegen eine maximale Auflösung von 1920x1080x75 Hertz. Bildtiefrate oder Bit-Tiefrate sind 8 Mbit RGB-Farbformat und SDR Standard Dynamic Range. Bei 75 Hertz die ganze Geschichte. Einstellen können wir das Ganze hier. Hier hinter ist ein Drehknopf und dann kann man hier zum Beispiel Augenschonmodus, Quelle können wir hier einstellen, ausschalten und hier kommen wir auf die ganzen, wenn wir da drücken, auf die ganze Bildanzeige, Bildposition, System, Helligkeit, Freezend ist eingeschaltet, das haben wir hier zum Beispiel, Ökomodus aus, ich hoffe, ihr kriegt das so ein bisschen mit. Na, das geht über das System hier. Unterstützung, Eigendiagnose. Das lässt sich alles über so einen kleinen Knopf hinten hin, einstellen. Bildschirmanzeige, Position, Deutsch. Hier können wir natürlich auch die Sprache einstellen. Geht bei Samsung immer. Na, der ist momentan nicht mehr so ganz verfügbar, leider Gottes. Dann kostet er nämlich richtig Kohle. Das finde ich momentan fast 300 Euro, der LF25T35. Aber ihr könnt ihn auch gebraucht kaufen. Bestimmt irgendwo. Ich habe ihn damals aus dem Warehouse, das haben wir ja gesehen, beim Auspacken war er in der Werkstatt. Ich habe ihn jetzt ein Jahr im Gebrauch kann sagen, ich bin echt zufrieden als zweiter Monitor oder so. Oder für den Hauptmonitor, wenn man nicht so viel Geld ausgeben will. Kommen wir nochmal zu. Aber ich packe euch noch eine Alternative dazu rein. Ja, weil das wird ja jetzt noch umgebaut. Wollte ich euch nochmal gezeigt haben. Gut, wir kommen demnächst nochmal zu einem BenQ. Der ist an meinem Hauptmaschine. Aber den kann ich wirklich empfehlen. Also, wie gesagt, ich habe da auch mit gezockt drüben, als ich noch in der Werkstatt. Kannst du prima machen auf dem Links. Man, es ist augenschonend, hat keinen hohen Verbrauch. Der macht hier 60 Stromverbrauch, 16 Watt, Klasse E, Datenblatt, was hier steht. Na, wenn ich das so noch richtig, nicht, dass ich euch hier was Verkehrtes erzähle. Nee, der meiner haut sogar nur 10, der Nachfolgemodell haut 16 Watt durch. Also
nicht allzu viel, 5 Millisekunden, 75 Hertz. FDH frisst die Hälfte, sage ich immer, 1080p. Er hat einen HDMI-Anschluss und einen D-Sub noch. Und wenn ich jetzt noch richtig gucke, haben wir sogar zwei HDMI. Ne, wir haben ein HDMI und ein Digital. Na, das sollte ausreichen, wo wir umschalten können. Das hatte ich jetzt fast mal erwähnt. Das Netzteil ist außenklingend, also das heißt externes Netzteil. Vorteil ist hier schon mal drin, wollen wir gleich sagen, FreeSync ist drin für AMD und. Also Einstellungen lässt sich sau einfach einstellen. Alles über diesen kleinen Joystick, der da hinten dran ist. Wir können sogar ausstellen da. Ja, prima gemacht, muss man ehrlich sagen. Und ich habe ihn jetzt lange im Gebrauch und er macht wirklich ein klares Bild, muss man ehrlich sagen. Der 350 ist, wenn ich das hier sehe, ist genau das gleiche im Aufbau. Der hat einen Querschnitt, also so 61 cm. Ich weiß nicht, ob das hier im Querschnitt gerechnet ist. 24 Zoll, aber ich gehe mal davon aus, dass das im Querschnitt gerechnet ist. Wir haben Augenschoner drin. Wir können das 1000 Sachen da einstellen. Das ist, also, ich bin begeistert von dem Monitor. Ja, und ja, ich bin begeistert von dem. Und deswegen kann ich den auch weiterempfehlen. Wenn man sich den jetzt hier kaufen will, der kostet 284 Euro, finde ich, verstehe ich ein bisschen unverschämt. Ich packe euch beide Links rein, von dem 350er und dem 352er. Also ich kann den Monitor nur weiterempfehlen. Deswegen landet er auch in der Videobeschreibung. Ist ein sogenannter Amazon Partnerlink. Da müsst ihr auch nicht mehr bezahlen, aber der Kanal behält seine Lebensberechtigungskarte, ihr supportet ihn und ich bekomme hier eine kleine Provision für die laufenden Kosten. Da schon mal danke. Natürlich könnt ihr einkaufen, wo ihr wollt. Vielleicht kriegt ihr den auch gebraucht noch bei eBay. Das kann natürlich auch durchaus sein. Wie gesagt, einkaufen könnt ihr ja, wo ihr lustig seid. Das ist jedem selbst überlassen. Ich wollte es einfach nur mal gezeigt haben, ein paar Kleinigkeiten, taucht das Ding was, halt kleines Review. Ja. Und wie gesagt, er lässt sich an Monitorhalterungen verbauen, was immer ich persönlich ganz wichtig finde. Gut, das war es soweit von meiner Seite. Sollte euch Technik interessieren, lasst doch bitte ein Abo da. Solltet ihr Fragen haben, schreibt es in die Kommentare. Wenn ich es beantworten kann, mache ich das gerne. Und ich kann mich an dieser Stelle fast nur verabschieden. Nächstes Video ist am Start. Und bis dahin sage ich tschüss, bye bye, bis zum nächsten Technik-Check hier auf dem Kanal. Macht's gut, bis dahin, euer Darky.